Das antike Griechenland war ein kulturelles, politisches und wirtschaftliches Zentrum, das die Entwicklung der westlichen Zivilisation über Jahrhunderte hinweg beeinflusste. Trotz ihrer militärischen Stärke und ihres Nationalstolzes bildeten die alten Griechen nie ein einheitliches Königreich, sondern zogen die Unabhängigkeit ihrer zahlreichen Stadtstaaten vor, die jeweils von einem autonomen König regiert wurden. Diese Uneinigkeit unter den alten Griechen führte zu internen Kriegen, die die griechische Gesellschaft zu jener Zeit schwächten. Dies ermöglichte die Invasion des entstehenden Römischen Reiches. Die römische Expansion in Griechenland begann 1215 vor Christus, als sie ein Bündnis mit dem Stadtstaat Philipps V. von Makedonien einging. Dies war eine Antwort auf den Erfolg des karthagischen Generals Hannibal Barca bei seinen Eroberungen auf der Iberischen Halbinsel und in Italien. Das Bündnis zwischen Makedonien und Rom zerbrach am Misstrauen zwischen den beiden Mächten. Im Jahr 197 vor Christus besiegten die Römer die Armee Philipps V. in der Schlacht von Kynocephale, wodurch sie ihre Kontrolle über Makedonien festigten und ihren Einfluss in Griechenland weiter ausbauten. Die Römer siegten dank der Überlegenheit einer innovativen Schlachttaktik namens Manipolo. Ziel war es, das Heer in kleinen Gruppen, sogenannte Maniples, aufzuteilen, die unabhängig voneinander vorgehen und sich den Bedingungen auf dem Schlachtfeld anpassen konnten. Die Makedonier hingegen kämpften unkoordiniert und waren der Flexibilität und Wendigkeit der römischen Manipele hilflos ausgeliefert. Die Niederlage war für Philipp V. verheerend und seine Position in Griechenland wurde ernsthaft geschwächt. Die Schlacht von Kynocephale gilt als Meilenstein in der Militärgeschichte, da hier zum ersten Mal die Taktik der Manipele in großem Maßstab angewandt wurde und sich als äußerst effektiv erwies. Von 171 bis 168 vor Christus kam es zu einem weiteren Krieg zwischen Rom und Makedonien. Perseus, der Sohn von Philipp V., führte Makedonien in diesem Konflikt an. Die Stadt Athen, die sich seit langem im Krieg mit Makedonien befand, erklärte ihre Unterstützung für Rom, was es den Römern erleichterte, auf griechischem Boden zu landen und vorzurücken. Die römischen Truppen unter der Führung von Lucius Aemilius Paulus errangen 168 vor Christus in der Schlacht von Pydna einen entscheidenden Sieg, der das Ende des Krieges und den Beginn der römischen Herrschaft in Griechenland markierte. In den folgenden Jahren beteiligte sich Rom an Konflikten mit dem Achäischen Bund, einem Bündnis griechischer Städte, die ihre Unabhängigkeit gegenüber dem wachsenden römischen Einfluss wahren wollten. Die griechische Halbinsel wurde von der Römischen Republik in der Schlacht von Korinth 146 vor Christus erobert. Diese Schlacht war eine wichtige Konfrontation im Dritten Punischen Krieg zwischen den römischen Truppen unter der Führung von Lucius Mummius Achaicus und den griechischen Truppen des Achäischen Bundes unter der Führung von Diogenes von Sinope. Die Schlacht fand in der Nähe der griechischen Stadt Korinth statt. Der Achäische Bund verbündete sich mit Karthago und Makedonien, um sich dem wachsenden römischen Einfluss in Griechenland zu widersetzen. Nachdem Karthago und Makedonien besiegt worden waren, richtete Rom seine Aufmerksamkeit auf den Achäischen Bund. Die römischen Streitkräfte waren den griechischen Streitkräften zahlenmäßig und taktisch weit überlegen. Die Schlacht endete mit einem entscheidenden Sieg für Rom. Korinth wurde geplündert und zerstört und der Achäische Bund löste sich auf. Der Sieg Roms in der Schlacht von Korinth bedeutete das Ende der griechischen Unabhängigkeit und festigte die römische Kontrolle über die Region. Die Schlacht bedeutete auch das Ende des Dritten Punischen Krieges und den Abschluss der Rivalität zwischen Rom und Karthago. Die Stadt war zuvor in einem Feldzug unter der Führung des römischen Politikers und Generals Scipio Aemilianus zerstört worden. Der Sieg Roms bei Korinth festigte seine Position als herrschende Macht im Mittelmeerraum und etablierte die Römische Republik als eine der größten Militärmächte der Antike. Die römische Eroberung Griechenlands hatte erhebliche Auswirkungen auf die Region. Rom definierte eine neue politische und wirtschaftliche Ordnung und vereinigte Griechenland unter einem einzigen Verwaltungssystem. Rom brachte auch seine Kultur und Religion nach Griechenland und vermischte griechische und römische Traditionen so sehr, dass sie die europäische Kultur über Jahrhunderte hinweg beeinflussten. Rom führte seine Technologie in Griechenland ein, mit neuen Formen des Bauwesens, der Landwirtschaft und der Verwaltung. In der Folge wurde Griechenland auch zu einem Zentrum des Christentums und viele griechische Städte wurden zu Epizentren des frühen Christentums. Die römische Eroberung Griechenlands wurde jedoch nicht von allen Griechen begrüßt. Einige sahen Rom als eindringende fremde Macht und ärgerten sich über den Verlust ihrer Unabhängigkeit. Dies löste Aufstände gegen die römische Herrschaft aus. Eine der bedeutendsten Revolten wurden von Aratos von Sicyon angeführt.
Aratos führte den Achäischen Bund während des Krieges gegen Sparta an und war ein bedeutender Führer in Griechenland. Er wurde jedoch 146 v. Chr. Von den Römern gefangen genommen und starb im Gefängnis in Rom. Ein weiterer griechischer Anführer, der sich gegen die römische Herrschaft auflehnte, war Andronikos, ein Grieche, der behauptete, der letzte Nachkomme der makedonischen Dynastie des Antigonos zu sein. Andronikos führte 133 v. Chr. Einen Aufstand gegen die römische Herrschaft an, wurde aber schnell besiegt. Dennoch inspirierte der Aufstand andere Griechen zum Widerstand gegen die römische Herrschaft. Die endgültige Besetzung der griechischen Welt durch die Römer erfolgte nach der Schlacht von Actium im Jahr 31 v. Chr. Zwischen den Truppen von Mark Anton und Kleopatra, Verbündeten Ägyptens und den Truppen von Octavian. Die Schlacht fand in der Nähe der griechischen Stadt Actium an der Westküste Griechenlands statt. Der Sieg Octavians in der Schlacht von Actium etablierte das Römische Reich als Macht im Mittelmeerraum und festigte seine Kontrolle über die antike Welt. Die Schlacht bedeutete auch das Ende der Römischen Republik und den Beginn des Imperiums. Octavian wurde der erste römische Kaiser unter dem Namen Augustus. Die Schlacht von Actium ist eine der bedeutendsten Schlachten der antiken Geschichte und hatte einen großen Einfluss auf die Politik, die Kultur und die militärische Strategie des Mittelmeerraums. Sie wird auch oft als klassisches Beispiel für Seestrategie und Taktik angeführt. Ab dem 3. Jahrhundert vor Christus ging das mächtige Römische Reich unter und wurde in zwei Teile geteilt, das Oströmische Reich und das Weströmische Reich. Der westliche Teil wurde nach und nach von den barbarischen Stämmen Nordeuropas erobert. Das Oströmische Reich mit Konstantinopel als Hauptstadt entwickelte sich zum Byzantinischen Reich, das etwa 1000 Jahre lang bestand. Der griechische Widerstand gegen die römische Herrschaft hielt über Jahrhunderte an, insbesondere in der byzantinischen Zeit. Selbst als die griechische Kultur angesichts der neuen römischen Bräuche unterging, wurde die griechische Sprache zur zweiten Amtssprache des Reiches. Während dieser Zeit war Griechenland weiterhin ein großes kulturelles und intellektuelles Zentrum mit großen Philosophen, Schriftstellern und Künstlern, die die europäische Kultur beeinflussten. Griechenland wurde zu einem Zentrum des Byzantinischen Reiches, das sich lange Zeit gegen barbarische und muslimische Invasionen behaupten konnte. Zu diesem Zeitpunkt wurde das Christentum zur offiziellen Religion des neuen Reiches. Neue Territorien wurden besetzt und neue staatliche Gesetze geschaffen. Aus diesem Gesetzbuch gingen später die ersten Gesetze des modernen griechischen Staates hervor. Mit dem Ende des Byzantinischen Reiches im Jahr 1453 hörte Griechenland auf, Teil der römischen Herrschaft zu sein, widerstand aber jahrhundertelang der Invasion anderer Völker. Heute ist Griechenland aufgrund seines historischen Erbes und seines Beitrages zur Menschheit eines der meistbesuchten Länder der Welt.